Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf unserem RA Light & Sound YouTube Kanal. Ich bin Robbie und möchte euch heute den Varitech Hero Spot 90 vorstellen. Viel Spaß dabei und los geht's! Zuallererst kommen wir zu den Maßen des Moving Heads und dem Lieferumfang, damit ihr eine Vorstellung habt, wie groß der Hero Spot 90 ist. Die Maße betragen 268 x 382 x 255 mm. Sein Gewicht beträgt 7,2 Kilogramm. Im Lieferumfang liegt im Hero Spot ein Powercon und ein 1 Meter DMX Kabel sowie eine Truss-Befestigungsschiene bei und natürlich eine Bedienungsanleitung auf Deutsch und auf Englisch. Das hintere Anschlusspanel sieht wie folgt aus. Auf der linken Seite befindet sich der 3-Pin DMX Ein- sowie auch Ausgang. Dieser lässt sich wahlweise mit 6 oder 16 Kanälen ansteuern. Mittig sitzend haben wir die beiden Powercon Ein- und Ausgänge, eine Sicherung mit 4 Ampere sowie der Lüfter zur Kühlung der unteren Elektronik. Das Frontpanel ist bestückt mit einem ca. 1,3 Zoll großem OLED-Display, einem Mikrofon sowie das Navigationsbedienfeld. Kommen wir nun zu den Funktionen und Variationen des Varitech. Bestückt ist er mit einer 90 Watt LED mit einer Lichtleistung von 45.700 Lux auf 1 Meter Entfernung. Die Farbtemperatur beträgt 10.800K mit einem Abstrahlwinkel von 15 Grad. Pan und Tilt lassen sich mit 540 Grad Pan und 230 Grad Tilt bewegen. Zwei Extrakanäle bieten ebenso 16-Bit Feineinstellung der Position. Kommen wir nun zu unseren Lautstärke- und Strommessungen. Im Standby hat der Moving Head eine dBA von 51. Setzen wir das Ganze in Bewegung, beträgt die Geräuschkulisse zwischen 50 und 70 dBA. Das Ganze hört sich so an. Der Hero Spot 90 hat laut Hersteller eine Leistungsaufnahme von 120 Watt. Wir haben im Standby-Betrieb eine Leistung von 40 Watt gemessen. Wird die Haupt-LED eingeschaltet, steigt dieser Wert auf 111 Watt. Für die vielen Effekte sorgen die 6 rotierbaren Gobos und die 8 statischen Gobos. Ein Farbrad mit 7 Farben plus Weiß und Gobo Flow. Ebenso besitzt er ein 3-Facetten-Prisma mit motorischem Fokus. Dazu kommt dann noch der elektronische Dimmer. Dieser lässt sich linear von 0 bis 100% steuern. Der elektronische Shutter kann von 0 bis 20 Hertz eingestellt werden. Die Effekte und Möglichkeiten vom Hero Spot 90 demonstrieren wir euch jetzt. We'll be right back.
Ich hoffe, euch hat das Veritech HeroSpot 90 Review gefallen. Zeigt es doch mit einem Däumchen oder auch einem Kommentar. Es würde uns ebenfalls sehr freuen, wenn du uns abonnierst, sollten dir unsere Videos gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Robert von RA Light & Sound.